So Leute, ich grüße euch, ich schaut Verbert, ich bin euer Toxic und ich bin in Voxelworks Quest 0.3.1. Jetzt habe ich mir via Sidequest auf die Quest geladen und das ist so eine Art Minecraft, ne? So privat erstellt. Und ich stehe jetzt hier am Anfang und dann gucken mich hier so ein paar Sachen an, alles in Englisch. Und ja, Gameplay-Statistik natürlich null, weil ich habe ja noch nichts gemacht. Hier How to Play, da kann man nochmal drauf klicken, How to Play. Move Forward, Jog in Place. Das heißt, ich muss gleich auf der Stelle laufen, damit das, damit ich laufen kann. Ja? Das habe ich auch in dem Video gesehen, das sah schon lustig aus. Mine blocks hit them with a swing. Grab things or climbing use the grab button or fist. Okay, ich schau mal, wenn ich da auf How to Play. Ach nee, das kann man nicht klicken, das ist einfach nur, dass ich da gucke. Okay, ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Ne? Learning by doing oder wie heißt das? Okay. Oder auch nicht. Hallo? Ach, da ist Stadtgame. So, Ton habe ich gar nichts. So, jetzt bin ich in einer Pixelwelt. Das hat sich gerade ein bisschen aufgebaut da hinten. Hier sind meine Controller, die sehen okay aus. Da ist aha, dieses Godot-Zeichen drauf. Ne? Und ja, es ist ein bisschen am Flimmern, das muss ich sagen. Also, aber sonst ist es okay. Es ist stumm. Ja, es ist total stumm. Okay, und jetzt muss ich hier. Ich kann aber nicht laufen. Wie geht denn das, Leute? Das geht nicht. Hallo? Ich weiß nicht. Ich kann nicht laufen. Das war in dem Video, sah das anders aus. Hallo? Ach, jetzt kann ich. Hallo, was ist das denn? Hä? Das kann doch nicht mit meinen Füßen zusammenhängen, oder? Leute, wie soll man denn da laufen? Das geht nicht. Ich versuche das mal langsam. Ich komme hier nicht voran. Ich muss ja mal irgendwas hier kaputt hauen. Hallo, das ist Schäppchen, das dann stehen bleibt. Leute, da falle ich um. So, ich drehe mich mal nach da. Es geht, aber man muss da irgendwie so einen Turn für kriegen, dass der läuft. Okay, jetzt habe ich mir was kaputt gehauen, aber wie kann ich denn hier was grabben? Okay, so grab ich die ganze Welt. Guck mal. Okay, zack. Aha. Leute, das ist aber. Das ist ja lustig. Hallo, jetzt bin ich gehüpft. Im Drehen. Ich kann hier gar nichts. Ne? Ich kann hier echt. Ich muss das alles selbstständig machen. Das ist aber. Boah, Leute, ich weiß nicht, wie das. Ich weiß nicht, welche Mechanik das geht. Also nur die Hände geht nicht. Seht ihr, dann läuft er nicht. Also ich muss auch wirklich irgendwie die Füße dabei bewegen. Aber ich habe doch keine Kamera an den Füßen. Also das habe ich nicht. Hallo, das habe ich nicht so ganz verstanden. So, dann grab ich mich mal. Ich laufe da jetzt mal so hin. Das geht auch. Okay. Das ist aber komisch. Und alles ohne Ton, ne? So, wir hauen jetzt mal den Baum da um. So, jetzt habe ich es kaputt gehauen. Jetzt kann ich hier hochklettern. Praktisch, theoretisch. Auch nicht schlecht. Und jetzt? Bock, falle ich runter. Ja, man kann doch was mitnehmen, stand doch da, ne? Sollen wir mal da hoch? Das ist aber sehr hoch dann, ne? Also, ich bin jetzt mal hier so, und dann kloppen wir das jetzt mal. So, habe ich kaputt gehauen. Jetzt haue ich mir mal selber den Klotz hier weg. Da stand gerade was, ne? Wenn ich das geschwungen habe. Leute, das ist ja wie Sport. Jetzt halte ich mich in der Luft fest. Guckt euch das an. Ist das geil? Und jetzt kann ich. Wum, zack. Ja, dann wir mal gucken, ob wir da hochkommen. Ja, Leute, bis ich da hochgelaufen bin, da ist. Boah, da geht's auch hoch. Also das mit dem Joggen ist echt komisch. Ich weiß nur nicht. Jetzt geht's ein bisschen. Aber es klappt noch nicht so ganz. Ne? Hallo Leute, ich laufe hier gleich vor die Wand. Dann gehe ich da hoch dann. Also ich brauche die Hände gar nicht. Ne? Es geht echt nur mit den Füßen. Wie macht er das? Der trackt doch meine Beine nicht. Was ist das mit dem Hoch und Runter? Was machen wir nur den Kopf? Nee, dann laufe ich auch nicht. Doch, dann laufe ich. Seht ihr? Leute, das ist. So, jetzt kletter ich aber. Oh Leute, ich bin schon in Schweiß hier. Ja. Boah, das ist. Also die Mechanik. Also es ist ja cool, wenn es klappt, aber. Hallo Leute, ich fand. Wie geil ist denn das? So, hier kletter ich aber jetzt.
Das ist wie so Climb hier. Zack, zack, zack. Ja, wie gesagt, das ist ein Prototyp. Könnt ihr via SideQuest für euch umsonst runterladen. Und ich wollte einfach mal kurz reingeguckt haben. Das wird ein kurzes Video, das merke ich schon. Lass mal ein Stück. Guck mal, ich habe sogar Schneegeräusch. Habt ihr gehört? Das machen wir mal, ne? Hört ihr das? Das ist wie Schnee. Ja, okay. Boah, ich, aber das ist echt blöd, mit der Mechanik hier zu laufen. Jetzt funktioniert es und ich stehe hier mitten vor dem Block. Das hört sich wieder an wie. Aber man kann es nicht aufnehmen, so wie bei Minecraft und was bauen, ne? So, was ist hier oben gleich? Da ist jetzt was über mir, da ist vorbei. Das ist aber hoch, ne? So ein Drehen kann ich mich echt nur selbstständig. Also die Welt ist schon sehr groß. Kann ich da jetzt runterfallen? Wir probieren das mal. Jawohl, ich falle. Ah! Das ist aber. Das geht jetzt nicht kaputt. Ach so, weil das ist mitten so eine Wand hier. Okay. Also, das ist aber echt anstrengend. Ups. Und ihr müsst echt aufpassen. Sonst fällt ihr da gleich um. Ey. Das ist. Also, so geht es dann besser mit der Hand. So schwimmtechnisch, ne? Jo, das mit den Kaputthauen habe ich jetzt nicht verstanden, was das soll. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein Prototyp, ne? Ja, das war es dann auch schon wieder fast, sage ich mal, ne? Weil mehr kann man ja hier nicht machen. Oh Leute, ihr merkt schon, ich mache das ja mit den. Okay, so drücken kann ich hier nichts, da passiert nichts, ne? Nö. Ah, da, guck mal, wenn ich den Thumbstick Console Output Window, gut, was mir das sagen soll, weiß ich nicht. Das geht aber nur mit dem linken. Ah, jetzt bin ich da. Und ich, echt, das macht ja, glaube ich, nur über die Kopfbewegung. Ne? Man macht das mal mit dem Kopf. Das geht dann auch. Oder auch nicht. Ja, Leute, ihr schmeißt euch. Ah! Ihr haut euch wahrscheinlich gerade hier schon weg. Wo ich wollte eigentlich Racket NX gezeigt haben, hätte ich das mal gemacht, ne? So, ja, mehr kann man hier fast nicht mehr machen. Oder habe ich was verpasst? Ich drücke mal Menü. Da passiert auch nichts. Grifftasten. Ja, wie ich hier wieder rauskomme, weiß ich nicht. Jo, das. Ach da. Recording null active. Hä? Okay. Wie ich das gemacht habe, weiß ich jetzt nicht. Mach das mal alles wieder. Das geht nicht, okay. Mach das wieder weg. Kann ich hier was. Nee. Weiß ich nicht. Ach Leute. Das weiß ich nicht. Menü? Auch nicht. Das kriege ich nicht mehr weg. Gut, dann ist das so. Ja, ich würde sagen, das, ja, was soll ich hier euch noch zeigen, ne? Aber ich laufe noch mal ein bisschen. Aber da kriege ich echt nicht so hin, den Flow für, ne? Warte, jetzt, jetzt hat es ein bisschen geklappt, aber das geht unheimlich in die Beine. Und das ist schwer, weil man läuft ja in dem Spiel, aber man läuft auf der Stelle. Und wenn es dann zwischendurch hakt und man stehen bleibt, dann fällt man fast um. Also das, boah, ich bin voll am Ölen. Ja gut, es ist wie gesagt ein Prototyp. Ich wollte mal kurz reingeguckt haben. Dann ist es diesmal ein kürzeres Video. Und ja, könnt ihr euch wie gesagt runterladen. Und ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist irgendwie cool. Alle mit diesem Laufen. So, nee, aber das ist scheiße. Wenn stehen bleibt, man möchte dann weiterlaufen und fällt fast um. Okay, ja, dann wie gesagt, lasst mir ein Däumchen da. Ich habe alles gegeben. Das sind die Controller, die sehen übrigens gut aus, obwohl auch ein bisschen die Knöpfe am Flimmern sind. Und wie ich das da wieder wegbekomme, das weiß ich nicht. Gut, kurzes Video diesmal, kurz knapp, über SideQuest, kostenlos, könnt ihr euch das runterladen, könnt ihr selber reinschauen. Dann, schönen Abend, schöne Woche, ihr kennt das von mir, euer Toxic, bye!